der einen Seite haben wir etwa 2000 Leverkusener Bürgerinnen und Bürger plus Fußballfans von Bayern 04 befragt. Dann haben wir alle verfügbaren Sekundärdaten aufgearbeitet plus interne Unterlagen von Bayern 04 und der Stadt ausgewertet. Und wir haben etwa 25 Interviews mit Entscheidungsträgern beidseitig geführt. Was man als Ergebnis dort festhalten kann, ist wirklich die Antwort ja. Es lohnt sich. Es lohnt sich für eine Stadt, einen Profifußballclub zu beheimaten. Und zwar aus dreierlei Hinsicht. Erstens, unterm Strich bleibt da Geld über. Zweitens, es trägt zur Identifikation und Identität der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt bei. Und drittens geht von dem Club ein soziales Engagement aus, ein lokales soziales Engagement, was natürlich ohne die Existenz des Clubs so nicht da wäre. Und in dem Sinne möchte ich auch kurz durch die Hauptergebnisse durchgehen in den drei Dimensionen. Und zunächst mal schauen ökonomisch. Ich habe gesagt, ja, es lohnt sich, es bleibt was über. Und zwar ist es so, wenn wir jetzt wirklich mal, und wir haben die steuerlichen Einnahmen angeschaut, die bei der Stadt bleiben, wenn man die den entstehenden Kosten gegenüberstellt, dann generiert Bayer 29 mal mehr Einnahmen als Kosten für die Stadt. Ja, was sich, und Basis war die Saison 2011, 2012. Und das hat sich, das beläuft sich auf einen Betrag von 4,75 Millionen Euro pro Jahr. Wir haben hier angeschaut die vier primären Steuerarten. Und zwar ist es auf der einen Seite der Gemeindeanteil einer Umsatzsteuer, die Einkommensteuer, Grundsteuer und Gewerbesteuer. Und also keine Angst, ich werde Ihnen jetzt keine Steuervorlesung halten. Sie finden das auch in dem Ergebnisbericht, der in Ihrer Unterlage ist, auf Seite 16 und 17. Ist so ein Framework, wo genau ausdetailliert ist, was wir alles angeschaut haben. Weil für uns war es ganz wichtig, dass wir nicht nur eine Zahl präsentieren, sondern dass es auch von außen nachvollziehbar ist, wo diese Zahlen herkommen. Und wenn man jetzt das anschaut, die Hauptstränge, die dort verrechnet wurden, dann gibt es dort indirekte und direkte Steuereffekte, die wir angeschaut haben. Und um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, Sie sehen also die Steuereinnahmen durch direkte Ausgaben machen den Löwenanteil aus von 3,6 Millionen. Und hier sind es insbesondere Lohnsteuern, die an die Stadt fließen. Ja, also wenn man Bayer anschaut, wir haben 215 Vollzeitangestellte zurzeit. Und wir haben jetzt mal noch die ganzen geringfügig Beschäftigten und die Teilzeitstellen hochgerechnet auf Vollzeitstellen. Dann kommen wir da bei fast 450 Mitarbeitern raus. Und damit liegen sie schon in der Liga von Mazda Motors, die hier ihren Europasitz haben, oder im Kraftverkehr Opa-Sieg. Ja, also es ist weitaus mehr als ein Sportverein. Das ist mal der eine Effekt. Es gehen Lohnsteuern an die Stadt. Dann, wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, nehmen wir einen Mitarbeiter aus der Kommunikation. Der bekommt sein Gehalt. Von diesem Gehalt spart er einen Anteil, bringt das zur Stadtsparkasse Leverkusen, und von diesen Zinsen, die dort entstehen, erhält die Stadt auch eine Kapitalertragssteuer. Den übrigen Teil seines Einkommens, den wird er ausgeben und konsumieren. Da geht man davon aus, dass ein Großteil davon auch lokal hier in der Wirtschaft passiert. Ja, sprich, da geht in die Rathausgalerie, kauft sich ein iPad oder ein neues iPhone. Das generiert wiederum Umsätze, die dann über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wieder teilweise bei der Stadt landen. Auf der anderen Seite gehen wir davon aus, dass die Rathausgalerie dort gut wirtschaftet, einen Gewinn erzielt und davon dann auch wieder einen Anteil an die Gewerbesteuer lässt. Ja? Das war als ein Beispiel von einem Block. Wie gesagt, Sie finden alle Details im Report. Vielleicht explizit noch zu sagen, wir haben das sehr konservativ gerechnet. Wir haben zum Beispiel die Spielergehälter dort nicht mit einbezogen, weil auch natürlich ein Großteil der Spieler gar nicht in Leverkusen wohnt und dementsprechend hier auch das Geld ausgibt. Ja, das beziffert sich auf 4,75 Millionen pro Jahr. Wenn wir jetzt die Kosten nehmen, und dort haben wir mit der Stadt zusammengesessen und geschaut, was kommt denn da zusammen,
wird. Und das sind im Wesentlichen Kosten für Ordner, Politessen und Absperrmaßnahmen. Das sind 160.000 pro Jahr. Wie Sie sehen, dort sind Polizeieinsätze nicht mit eingerechnet, weil das ist auch keine Sache der Stadt, sondern das sind Landesmittel. Und wir haben auch nachgefragt bei der Landesregierung, aber der detaillierte Ausweis der Kosten pro Stadt ist dort auch gar nicht erhältlich. Der wird so gar nicht ausgewiesen. Also selbst wenn, könnte man das nicht pro Stadt genau nachvollziehen. So, unterm Strich bleiben da 4,6 Millionen durch Steuern, die der Staat bleiben. Und das ist ja schon mal auch ein nicht unbeträchtlicher Betrag. Hinzu kommen neben den Steuereffekten auch mediale Effekte, weil dadurch, dass Leverkusen natürlich Teil des Vereinsnamens ist, macht Bayer 04 Werbung für die Stadt. Ja, ob sie wollen oder nicht. Und hier spricht man auch von einem Werbewert, der generiert wird. Und es wird jetzt offiziell von der Stadt kein Werbewert für Bayer 04 erhoben. Ja, aber es gibt Marktforschungsstudien für die Bayer AG. Und dort haben wir uns angelehnt, einen sogenannten indikativen Werbewert ermittelt. Und das sind etwa 2,5 Millionen pro Jahr. Das heißt, die Stadt müsste in etwa 85 Spots im Rahmen der Champions League Vorrunde buchen, um auf denselben Werbewert zu kommen. Und der wird ermittelt. Wir haben uns da an Studien von Sport und Markt und Kantar Media haben wir uns angelehnt und die haben Leute befragt, ungestützt am Telefon, was verbindet ihr mit der Bayer AG? Und dort haben 1,2% der Befragten die Stadt Leverkusen unmittelbar mit der Bayer AG verbunden. Wenn wir jetzt konservativ sagen, eine ähnliche Verbundenheit besteht bei der Frage Bayer 04 mit der Stadt, dann haben wir diese 1,2% hochgerechnet. Das sind dann national 2,2 Millionen an Werbewert, über 1000er Kontaktpreise und etwa 300.000 international, weil wir davon ausgehen, das ist auch sehr konservativ, weil wir davon ausgehen, dass im Ausland nicht jede Person automatisch mit Leverkusen Städtenamen verbindet. Bei München wäre das sicherlich etwas anders, nämlich am meisten kennen wir das Oktoberfest, haben das konservativ gerechnet, 300.000 international, summiert sich auf 2,5 Millionen. So, neben den ökonomischen Aspekten haben wir uns, wie gesagt, auch den sozialen, gesellschaftlichen Aspekten zugewandt, die für uns auch ganz wichtig sind und die auch nicht so ganz einfach zu erheben sind. Als erstes haben wir uns angeschaut, was gibt es denn für Wahrzeichen in Leverkusen? Ja, was macht die Stadt aus? Wir haben die knapp 2000 Leverkusener Fans befragt, was würden Sie einzeichnen, wenn Sie die wichtigsten Orte und Kennzeichen von Leverkusen berücksichtigen. Und hier haben wir die Top 3. Das Bayerkreuz mit etwa 60% lag hier weit vorn. Aber wie Sie sehen, Platz 2 ist schon die Bayer Arena. Und das waren über 50% der Befragten, die das als lokales Wahrzeichen angegeben haben. Und das liegt dann noch vor Wasserturm und Schloss Morsbroich, Rathausgalerie etc. Ja, das heißt also, die Bayer Arena ist schon ein Wahrzeichen der Stadt, wird auch als solches wahrgenommen und trägt auch so zum Zusammengehörigkeitsgefühl bei und zur Identifikation der Bürger mit der Stadt. Was allerdings auch mit der Bayer Arena einhergeht, sind gewisse Ängste der Einwohner. Wir haben nämlich gefragt, was sind denn die größten sportlichen Albträume? Und neben dem Abstieg von Bayer 04 aus der Bundesliga wurde dort der Wegzug des Stadions genannt, als zweithäufigstes. Es gab ja schon Erfahrungen durch den Umzug nach Düsseldorf, vielleicht war es auch dadurch geprägt. Aber zu erwähnen, dass es noch weit vor dem sportlichen Albtraum, dass der FC Köln in die erste Bundesliga wieder aufsteigt, lag. Also wie Sie sehen hier, die Bayerin ist ein Wahrzeichen, trägt dort eindeutig zu Identifikation, Identität der Bürger mit der Stadt. Neben Wahrzeichen sind natürlich auch Personen ganz wichtig, Träger, Identifikationsträger. Und hier haben wir die Leute befragt, wer sind denn die lokalen Helden,
die eine enge Verbindung zu der Stadt haben. Ja, also welche Spieler sind das aus der, auch aus der Vergangenheit, die eine ganz enge Verbindung zur Stadt aufweisen? Und im Nachhinein hätten wir uns diese Frage eigentlich sparen können, weil wir haben nämlich Herrn Wilde und Herrn Buchmann auch die gleiche Frage gestellt und da waren also die Top 3 identisch. Also sie haben das eigentlich vorhergesehen. Aber auch in der Umfrage war in der Tat Ulf Kirsten, Rudi Völler und Bernd Schneider waren so die Old Stars, wo die Bürger auch eine wirkliche Verbundenheit mitfühlen, auch zur Stadt. Und das ist schon sehr erstaunlich, wenn man bedenkt, dass also keiner von denen aus Leverkusen stammt, ja, aber trotzdem diese enge Beziehung da ist. Wir haben natürlich auch geschaut, wer aus dem aktuellen Kader geht denn schon in diese Richtung. Und da war der Stefan Kiesling auf Platz 5, also der einzige unter den Top 5, der also bereits heute schon so eine enge Verbindung auch mit der Stadt nachgesagt wird. So, zusätzlich zu der Frage nach den Identifikationsfiguren und lokalen Helden, haben wir aber auch gefragt, jetzt vom aktuellen Kader, wer sind denn dort die Lieblingsspieler? Und hier ist keine große Überraschung, also die Leverkusen haben hier Stefan Kiesling, klar auf Platz 1 gesehen, vor dem Lars Bender und Bernd Leno. Und natürlich ist da interessant zu wissen, was steckt denn dahinter, was macht es denn aus? Was sind denn eigentlich die Attribute, die jemand zum Lieblingsspieler machen? Und was hier interessant war, die Top 3 waren da Einsatz auf dem Platz, war das Wichtigste. Das zweite, mannschaftsdienliche Spielweise. Und das dritte, sympathisches Auftreten. Und wenn man das vergleicht mit anderen Bundesligisten, und das hatten wir im Rahmen einer Studie mit der DFL zusammen gemacht, ist hier Leverkusen anders. Zwar Platz 1 war auch für alle Bundesligisten hinweg Einsatz auf dem Platz, aber die mannschaftsdienliche Spielweise und das sympathische Auftreten waren wirklich Faktoren, die jetzt besonders auf Leverkusen zutrafen. Und das entspricht ja schon auch diesem, sagen wir mal, dem Werkself-Charakter, der auch in der Kommunikation natürlich betont wird, dass für dieser mannschaftsdienliche Einsatz ganz, ganz wichtig ist, auch für die Fans, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger in Leverkusen. Das sind natürlich eigentlich ganz gute Nachrichten auch für die Eltern hier in der Region, weil ich meine, das sind ja durchaus Werte, die man auch ganz gerne vertreten sieht, weil diese Lieblingsspieler sind natürlich primär für junge Menschen Vorbilder. Und zwar haben wir insbesondere in der Gruppe der 14- bis 25-Jährigen geschaut und 60% dieser jungen Menschen haben gesagt, ja, ihr Lieblingsspieler ist auch ein persönliches Vorbild für sie selbst. Und sogar noch mehr, nämlich 3/4 dieser befragten Gruppe, meinten es, dass diese Lieblingsspieler auch ein gesellschaftliches Vorbild sind. Also nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Und das fanden wir eigentlich ganz spannend, weil, wenn man jetzt überlegt, dass diese Lieblingsspieler, natürlich haben die eine große Strahlkraft, aber wir hätten jetzt erwartet, dass so Dinge wie Aussehen, der glamouröse Lebensstil, Herkunft, Alter, dass das irgendwo eine Rolle spielt, aber das hat keine Rolle gespielt. Ja, also es ist nicht dieser glamouröse Lebensstil, das besondere Aussehen, sondern es sind wirklich die anderen Werte, die im Vordergrund stehen. Und das sind eigentlich auch für mich persönlich ganz gute Neuigkeiten, weil wenn ich meinen 7-jährigen Sohn jeden Morgen vorm Spiegel sehe, wie er versucht, die Tolle von Marco Reus hinzubekommen, sehe ich das hier dann auch noch Aussicht auf, dass sich das vielleicht noch auswächst. Ja, als drittes haben wir angeschaut, das lokale soziale Engagement. Haben die Leute befragt, ist das eigentlich überhaupt wichtig, ist das ein Faktor, dass das ein Fußballclub, der soll eigentlich Fußball spielen, dass der sich aber auch sozial engagiert. Und es waren insgesamt 91% der Leverkusener und Fans, die sagen, ja, sie wollen einen sozialen Fußballclub. Und das hätten wir in der Höhe auch nicht erwartet. Wir haben dann gesagt, okay, wenn das so wichtig ist, wen seht ihr denn, wer löst denn das auch ein von den Fußballclubs? Und wenn Sie hier sehen, das sind natürlich jetzt die Leverkusener Bürger und die Fans, die wir befragt haben, ist also die Überraschung jetzt nicht so groß, dass Bayer 04 da auch sehr prominent, also hier auch die größte Wahrnehmung genießt.
vor Bayern München, Borussia Dortmund, das ist vielleicht auch mal ein ganz netter Blick auf die Tabelle, Herr Holzhäuser. Wir haben natürlich gesagt, okay, da ist eine gewisse Voreingenommenheit der Fans da. Das ist ja klar, die ja ihren Club da wahrscheinlich auch günstiger einschätzen, als das andere tun würden. Deswegen haben wir geschaut, was gibt es denn für objektive Kriterien? Und dort haben wir uns angelehnt an ein Agenturcontrolling, wo man schaut, wenn man nur das kommunizierte soziale Engagement von allen Bundesligisten anschaut, was wird denn da wirklich gemacht? Ja, und wir haben angeschaut, gibt es da überhaupt eine eigene Abteilung für soziales Engagement? Gibt es dort eine Stiftung? Wie präsent ist das auf der Homepage? Ist das sozusagen ein eigener Reiter oder nicht? Die Frequenz der Pressemitteilungen, die Google-Klicks und so weiter. Haben wirklich mal nach objektiven Kriterien das angeschaut und haben hier auch gesehen, dass Bayer auf jeden Fall innerhalb der Top 5 Social Clubs rangiert. Wie die jetzt im Einzelnen jetzt untereinander, ist jetzt auch gar nicht so entscheidend, aber klar, diese 5 Clubs, die haben sich da hervorgehoben. Deswegen haben wir uns auch zu der Aussage hingerissen, dass sich Bayern 04 auf jeden Fall sozial für die Champions League schon mal qualifiziert hat. Und wenn Sie sehen, jetzt die Wahrnehmung der Fans und Bürger mit der objektiven Bewertung, dass es fast deckungsgleich ist, also bis auf den Hamburger Sportverein, der hier reinrutscht und Borussia Dortmund verdrängt. Ja, das waren so die wesentlichen Ergebnisse, nochmal kurz zusammengefasst. Also es lohnt sich, für eine Stadt einen Fußball-Bundesligisten zu beheimaten. Und zwar erstens, unterm Strich bleibt Geld übrig. Zweitens, es schafft eine hohe Identifikation und Identität für die Bürgerinnen und Bürger. Und drittens, es wird ein lokales Engagement ausgelöst, was von dem Club ausgeht, was sonst einfach auch nicht da wäre und auch nicht durch irgendwelche kommunalen Mittel ersetzt werden könnte. Jetzt sind diese Ergebnisse und die das Framework, wie wir das gemessen haben, die Steuereinnahmen, denke ich mal ein guter Ausgangspunkt, um auch Vergleiche mit anderen Städten zu machen. Und das wäre jetzt auch, sagen wir, unser Ausblick, dass wir sagen, okay, wie verhält sich das denn jetzt mit ähnlichen Städten, die eine ähnliche Struktur haben wie Leverkusen, dann aber auch im Vergleich mit Metropolen, mit Düsseldorf und Köln. Und dann kann man eben auch im nächsten Schritt schauen, okay, was sind jetzt genau diese Einnahmen auch im Vergleich zu den anderen Städten und Werk, wie sind die im Einzelnen zu beobachten? Aber das wäre das, was wir uns jetzt auf die Fahne geschrieben haben, da weiterzumachen. Zum Schluss ist auch wichtig zu erwähnen, wir haben uns jetzt natürlich hier vor allen Dingen eine Seite der Medaille angeschaut, und zwar die Beziehung des Clubs zur Stadt. Es ist aber auch ganz, ganz wesentlich, sozusagen die andere Seite anzuschauen, weil ein Verein ist natürlich auch darauf angewiesen, ein gutes Verhältnis zu seiner Stadt zu haben. Ja, und zwar, da geht es um kurze Dienstwege, unkomplizierte Genehmigungsverfahren, aber auch einfache operative Abläufe. Und von daher ist es natürlich wie in jeder Beziehung so, dass das eine Wechselbeziehung ist. Und deswegen kamen wir auch zu dem Schluss, dass auch bei dem Profi-Fußballclub und der Stadt es sich um eine ganz normale Beziehung handelt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor. Fragen jetzt vorab, bevor Herr Buchmann noch als Nächster natürlich an den Teil kommt. Ich hätte einfach eine Frage zur Grundgesamtheit der knapp 1800 Befragten. Wenn ich hier lese, also auf der einen Seite ist die Online-Umfrage auf der Homepage der Stadt Leverkusen für jeden möglich gewesen teilzunehmen und andererseits über Verteiler an Mitarbeiter Bayer AG und Fans von Bayern 04. Wie trennen Sie jetzt zwischen Bürgern und Fußballfans bzw. Fußballinteressierten und warum diese Konzentration auf Fußballinteressierte, die ja für mich als Laie sowieso schon eine gewisse positive Voreingenommenheit gegenüber dem Verein haben? Und wie will man da trennen zwischen Bürgern, die sich vielleicht gar nicht für Fußball interessieren, dann aber die Fragen beantworten zur Identifikation und Fußballfans, die schon, wie gesagt, mit einem gewissen emotionalen Portfolio in die Sache rangehen? Ja, also hierzu haben wir für jeden, der sich beteiligt hat, recht umfangreich einmal so die ganzen demografischen Angaben gesammelt. Das heißt also, wir wissen genau, nicht nur wie alt er ist, aber auch wo er herkommt, wo er wohnt, ob er wirklich sozusagen im Zentrum von Leverkusen wohnt oder irgendwie angrenzend oder von außerhalb. Wir haben dann genau abgefragt, wir haben so eine eigene Methodologie auch in anderen Studien schon entwickelt, wie hoch ist die Intensität.
Also kann ich Ihnen, ist das wirklich ein Herzblut-Fan, der also voll dabei ist? Ist es jemand, den wir als, sagen wir, Mainstream-Fan bezeichnet haben, der vielleicht nicht unbedingt ins Stadion geht, aber sehr Fußball interessiert ist? Oder handelt es sich um jemanden, der im Grunde genommen nur am Rande mit, also interessiert ist an Fußball oder gar kein Interesse hat? Also das können wir sehr schön aufsplitten und haben natürlich dann auch die einzelnen Gruppen bei der Analyse dann auch miteinander verglichen und also so die Grundgesamtheit eigentlich sehr, sehr gut aufgeteilt. Tauchen denn in dieser Grundgesamtheit jetzt auch Leute auf, die angegeben haben, die interessieren sich gar nicht für Fußball, weil jetzt halt nur noch von Fußball interessierten Fans die Rede ist? Also der überwiegende Großteil sind schon Fußball interessiert. Ist natürlich auch klar, wenn also als Anreiz bei der Studie mitzumachen, gab es ein Trikot, was unterschrieben wurde von den Spielern. Ist natürlich klar, dass der überwiegende Großteil der Leute schon auch Fußball, zumindest Fußball interessiert sind. Okay. Herr Buchhorn, lohnt sich Profifußball für die Stadt? Die Frage sozusagen interessiert sich der Staat. Ja, also zunächst einmal möchte ich Ihnen, Herr Professor Schmidt, und Ihrem Team ganz herzlich danken, dass wir einmal aus neutraler Ecke sozusagen, wenn ich mal über Boxen rede, aus neutraler Ecke ein Gutachten bekommen haben, einen Blick darauf, was ist der Wert des Profifußballs unseres Vereins, ich sage bewusst unseres Vereins Bayer 04, hier für die Stadt. Und das Ergebnis, Profifußball lohnt sich für seine Stadt, kann ich habe es auch vorher gewusst, ich fühle mich bestätigt. Ja. So, und das ist für mich ganz wichtig. Ich will überhaupt nicht verschweigen, dass es natürlich auch Menschen hier in Leverkusen gibt, die da sagen, diese Aufregung alle 14 Tage und dann auch noch Champions League und dann das. Und die da stürmen Menschen in die Stadt, die sonst nie hierher gekommen wären. Dann sage ich, genau so ist es, die sonst nie hergekommen wären. Der Fußball ist ein Imageträger für unsere Stadt, die seinesgleichen sucht. Und insoweit muss ich sagen, ich befürworte voll das Engagement für diesen Verein und ich engagiere mich auch. Und Sie hatten etwas angesprochen, wie verhält sich denn die Stadt zum Fußball, umgekehrt Fußball zur Stadt. Dann kann ich Ihnen sagen, wir versuchen mit dem Verein immer gemeinsame Lösungen und Regelungen für die Gesamtstadt im Interesse der Bevölkerung zu erzielen, egal ob es Genehmigungen sind oder ob es in bestimmten Fällen auch mal darum geht, wenn wir uns ernsthaft mit Dingen auseinandersetzen müssen. Ich weiß aber eins, dieser Verein tut so viel für unsere Stadt, dass wir es mit Geld gar nicht aufwiegen können. Ich kann also Ihre ökonomischen Aspekte bestätigen, in der Tendenz. Ich habe es noch nicht nachrechnen lassen, aber in der Tendenz kann ich das bestätigen. Was die sozialen Aspekte betreffen, wir wissen genau, dass Bayer für Jugend, auch für Behinderte, für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen ungeheuer viel tut. Und dass hier die Jugend gefördert wird, herangeführt wird an Vereine. Wir haben ja in Leverkusen über 30.000 Menschen, die im Breitensport unterwegs sind. Und das ist sicherlich auch irgendwo maßgenommen an solch einem Profifußballclub. Also auch eben an einem Club wie unser Verein. Ich fühle mich bestätigt in Ihrer Studie. Ich freue mich sehr, dass ich das auch nach außen tragen kann. Denn es gibt eben immer wieder auch Menschen, die zu mir sagen, mein Gott, muss denn das alles sein? Warum müsst ihr so viel Geld ausgeben? Wir wissen auch, dass es Parteien gibt, die im Stadtrat opponieren und sagen, schon wieder müsst ihr da 10.000 Euro. Und wenn man dann eben die Relation sich anschaut, die wir gerade gesehen haben, dann muss man eben das große Ganze sehen. Und da gewinnt eindeutig der Profi-Fußballclub Bayer 04. Also ganz herzlichen Dank Ihnen und Herr Holzhäuser und Ihren Damen und Herren des Vereins. Ganz herzlichen Dank für dieses große Engagement hier in Leverkusen für unsere Stadt. Bevor von Holzhäuser etwas zum Thema sagt, Fragen an den Oberbürgermeister? Nein? Ja gut, mir bleibt ja da relativ wenig zu sagen. Vielleicht zwei grundsätzliche Dinge. Nur festhalten, als wir uns
beschlossen haben, einmal abzuprüfen, und zwar objektiv von dritter Seite abprüfen zu lassen, wie hoch denn die Identifikation der fußballinteressierten Bürger rund um Leverkusen herum mit Bayern 04 tatsächlich sind. Und man lange überlegt, wer das machen könnte. Es gibt Agenturen, die nicht nur aus dem Sport kommen, es gibt dann wiederum andere Institute, die direkt aus dem Sport kommen, und wir haben uns damals an den European Business School gewandt, weil wir, ich habe eine ganz interessante Studie gelesen, Deutschland braucht den Superstar. Das war ganz interessant für mich, weil es immer meine These war, dass ohne einen Superstar, den man auch möglicherweise viel Geld bezahlen muss, keine richtige Identifikation im Sport hat, und das hat mir ganz gut gefallen, deswegen haben wir die Apps damals genommen, und ich bin mit dem Ergebnis natürlich zufrieden. Über den Werbewert kann man sicherlich streiten. Ich bin der Meinung, dass der viel höher ist als 2,5 Millionen, aber ich weiß, dass ihr sehr, sehr konservativ, und zwar bewusst von uns gezielt, erbeten sehr konservativ erwähnt worden ist. Was mich aber am meisten interessiert ist, wie sieht der Bürger, auch der fußballinteressierte Bürger rund um Leverkusen herum, Bayern 04 Fußball insgesamt, aber auch die Bayer-Redner, angesichts der Diskussion, die wir ja auch öffentlich teilweise mit einigen Anwohnern führen müssen, über die Frage, ob die Bayer-Redner hier in Leverkusen richtig platziert sind oder möglicherweise auf der grünen Wiese interessiert hat, besser, fühle ich mich im Nachhinein sehr bestätigt, weil ich war einer der großen Treiber, das Stadion hier an diesem Ort zu bauen. Und wenn ich jetzt lese, dass 50% der Bevölkerung sagen, die Bayer-Redner sind Wahrzeichen der Stadt Leverkusen, dann ist meine Aussage von vor 4 Jahren, das wird ein Statement, eine Aussage für die Stadt Leverkusen sein, fühle ich mich bestätigt. Das muss ich wirklich sagen, da bin ich richtig stolz drauf, weil es damals nicht einfach war, den Leuten klarzumachen, dass man auf der grünen Wiese draußen das Stadion zwar auch bauen kann, aber ich bleibe dabei, dass ein Stadion dorthin gehört, wo der Fußballzuschauer ist, nämlich in der Stadt Leverkusen selbst. Da fühle ich mich im Nachhinein auch bestätigt. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Einstellung unserer Leute zum Fußball. Und wenn ich jetzt lese, Ulf Kirsten, der beliebteste Oldie, großartig, den haben wir immer noch dabei in irgendeiner Form, obwohl er in Dresden mehr oder weniger mit seinem Sohn inzwischen beim Fußball tätig ist. Interessanterweise übrigens alle drei Leute, die nicht in Leverkusen wohnen. Das ist ganz interessant. Der Rudi Völler wohnt bekanntermaßen inzwischen in Düsseldorf. Der erste wohnt zwar nicht in Leverkusen, aber noch in Schildken, aber ist oft in Dresden. Das ist ganz interessant, und interessant ist für mich auch, dass Stefan Kiesling zum beliebtesten Spieler gewählt worden ist. Wobei wir nicht die Umfrage gestern gemacht haben, nach dem Spiel gegen Schalke, sondern die Umfrage wurde von Apps im Juni 2006 vor der Runde gemacht. 2012. Entschuldigung, 2012, 2006 war im Juni. 2012, zu einem Zeitpunkt, als der Stefan Giese nicht so in aller Munde war wie jetzt. Und das zeigt mir, dass eine Einstellung zum Verein selbst, die jemand wie Stefan Kiesling zeigt und lebt, im Spiel lebt und außerhalb des Spiels lebt. Der wohnt in Niedorf, der hat hier seine Kinder gekriegt, der hat seine Frau kennengelernt, der artikuliert das auch, dass sowas ankommt, das gefällt mir, muss ich sagen. Deswegen wird der Stefan Kiesling seinen Vertrag bald verlängert bekommen, wenn er will. Breaking News. Und der dritte Punkt, der mir gefällt, das muss ich auch sagen, dass dieses soziale Engagement, das wir bei Bayern 04 seit vielen Jahren betreiben und verstärkt betreiben, dass das offenbar auch gesehen wird, das macht mich auch ein bisschen stolz, denn das Thema Ehrenamt und Fußball als Erziehungsmaßnahme zu benutzen, ist auch etwas, was wir in den letzten 6-7 Jahren sehr stark vorangetrieben haben. Wir haben vor ein paar Tagen gerade den Ehrenamtspreis für die Clubs im Niederrhein und Fußballverband Niederrhein und Fußballverband Mittelrhein, die ich besonders ehrenamtlich hervorgetan haben, wieder rausgeguckt. Da ist einer dabei, das kann ich vorab an der Stelle sagen, der hier aus Leverkusen ist, der SSV Lützenkirchen, der in einem Gebiet, wo es durchaus Brennpunkte gibt, die sehr stark ehrenamtlich betätigt. Wir haben noch einen Club aus Nordrhein, wie heißt der eigentlich genau? Das ist im Kopf. Oh. War noch ein zweiter Verein aus Leverkusen dabei, TuS Wettingen, die allerdings nicht ganz vorne gelandet sind. Und es zeigt sich, dass man auch ehrenamtliche Tätigkeit im Sport, als Profisport, berücksichtigen kann und nach vorne bringen kann. Und wir halten es für ganz wichtig, dass das ehrenamtliche Element im Sport auch vom Profifußball anerkannt wird und auch belohnt wird. Und ich glaube, dass das so rübergekommen ist, das gefällt mir ganz gut. Also die weiteren Gewinner kommen aus Radevormwald und aus Friesheim. Wobei keiner weiß, wo Friesheim ist. Aber Radevormwald kennen wir alle. Okay, gut. Cool. Das werden jetzt gerade informiert. Insofern. Okay. Danke. Vielleicht noch eine Bemerkung an den Oberbürgermeister. Der Gedanke, das mal objektiv von dritten abprüfen zu lassen, ist im Rahmen der Diskussion um die
vermeintlich sehr niedrigen Mieten, die wir für die Stelze zahlen, entstanden. Ach, daraus ist er. Daraus ist die Überlegung entstanden. Ich hatte ja das dem selbst angesprochen. Ja, ja. Gut, Frage an die drei Teilnehmer. Ja, Frage an Herrn Holzhäuser. So wahnsinnig überraschend sind die Ergebnisse hier an für sich nicht. Ich wollte fragen, spannend ist ja, wie sich sowas möglicherweise über die Zeiträume verschieben kann. Die Wahrnehmung eines Clubs und seine Wirkung für die Kommune. Planen Sie da oder gemeinsam möglicherweise irgendwelche Folge, Kontrollstudien oder ist das jetzt erstmal so ein Ergebnis, über das man sich freut und auf das man stolz ist? Also Umfragen, die Ergebnisse aus den Umfragen selbst, das sagen Sie zu Recht, machen nur dann Sinn, wenn man sie absolut kontrolliert. Das sehe ich genauso. Das werden wir auch in absehbarer Zeit wieder tun. Ob wir es mit der EBS machen oder einem anderen Institut, das wissen wir noch nicht. Das muss man sich mal überlegen, denn es macht auch manchmal Sinn, ein anderes Institut damit zu beauftragen, Herr Professor Schmidt, das ist nun mal so. Genau. Um die Ergebnisse auch objektiv anzuprüfen. Dafür ist es geplant. Weitere Fragen? Ja, noch eine Anschlussfrage. Herr Holzer, Sie müssen sich ja sehr bestätigt fühlen, gerade im Hinblick auf dieses Signums sozialer Fußballclub. Das ist ja sicher auch ein Anliegen. Überrascht Sie das dennoch, dass das so markig festgestellt worden ist? Ja, überrascht mich deswegen, weil wir damit nie groß nach außen gehen, eigentlich, weil ich immer ein gutes Gefühl dabei habe, sich sozial zu betätigen, dafür noch abfeiern zu lassen. Das habe ich immer ein gutes Gefühl. Ich freue mich trotzdem, ohne dass man das nach draußen trägt, dass es bekannt geworden ist. Und wer mich kennt, weiß, ich komme selbst aus diesem Vereinsleben, aus dem Ehrenamt. Und ich erzähle immer gerne, wenn ich irgendwann einmal hinter der Kuchentheke stand und überlegt hat, wie kriege ich diesen einen Euro, das Stück Kuchen, an der Steuer für meine Jugendabteilung rein. Der hat nie in seinem Leben richtig Sport gemacht. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Deswegen bin ich auch so, dass ich mir sage, diese ehrenamtliche Betätigung an einem normalen Sportverein, die muss für jeden Profifußballer genauso wichtig sein. Der muss genauso erkennen, dass es wichtig ist, dass er auch da mal herkommt, wie ich es möglicherweise erkannt habe. Und wenn wir dafür keine Werbung gemacht haben und es trotzdem bekannt wird, dann erfüllt mich das schon etwas mit Stolz. Das gebe ich offen zu. Ja, meiner sagt etwas, legt mir einen Zettel hin, bei 04 macht Kohle, auch ein Thema. 2004, 2005, ich weiß gar nicht mehr genau, wann wir auf die Idee kamen. Ist es immer zu banal, an Weihnachten hinzugehen und irgendwelche Geschenke an Kinder zu verteilen und dann Fotografen dabei zu haben. Wir machen das ein bisschen anders. Wir haben eine Aktion bei Jugendfee macht Schule. Wir machen die Schulklassen zusammen Aktionen, führen auch Dialoge. Wir machen dann spielerische Pressekonferenzen, ähnliche Dinge. Aber jetzt komme ich selbst in Eigenlob. Also wir machen da ein bisschen was und wir sind stolz darauf, dass es auch bekannt geworden ist, ohne dass wir was dazu getan haben. Jetzt hast du vorhin gesagt, die selbst sei keine Auftragsarbeit von Bayern 04 gewesen. Sie haben gerade trotzdem gesagt, als wir uns entschieden haben, diesen Image-Faktor mal abprüfen zu lassen. Der Unterschied zwischen Auftragsarbeit und der Intention, abprüfen zu lassen, die dann die erste Sache für Finanzierung der Studie eingeschlossen hätte? Ja, anders beantworten. Eine Auftragsarbeit ist für mich immer dann die Arbeit, wenn ich sage, ich will das Ergebnis haben. Eine Auftragsarbeit schließt aber das nicht ein in unserem Fall, denn wir haben schlicht und einfach übernehmen die Kosten, ganz einfach deswegen, wenn die Stadt gefragt hätte, hätten wir nicht machen können. Wir hätten auch europäische Ausschreibung erstmal gebraucht, obwohl dann möglichst bald ein Ergebnis. Schönes Herr Buchholz. Selbstverständlich, weil das Recht und Gesetz ist. Sie haben das richtig beschrieben. Ich muss dazu sagen, mit dem Herrn Opern, wir arbeiten ja schon seit einiger Zeit sehr gut zusammen mit vielen Dingen. Wir haben viele Dinge bewegt, die man gemeinhin nicht unbedingt mehr bewegen kann. Das hat immer gut geklappt. Er hat mir zweimal sein Wort gegeben, dass er an uns denkt, weil wir schon Dinge übernommen haben, die man normalerweise als Verein nicht übernehmen muss. Wir haben beispielsweise hinter dem Stadion einen Weg befestigt, das haben wir mal kurz im Umbau mitgemacht, wo es normalerweise der Stadt eigentlich zusteht. Und er hat mir immer versprochen, wenn mal der Tag kommt, dann kann ich auch mal helfen. Das ist in einem Fall mal geschehen, er weiß genau, was ich meine. Also insoweit ist die Zusammenarbeit gut, was einem schon manchmal etwas verdrießlich stimmt, ist, wenn man dann lesen muss, das ist natürlich lokalpolitisch bedingt, dass, ich weiß gar nicht, wie viel wir bezahlen, ein paar Euro für die Stelzenutzung,
dann ärgert man sich schon, denn die Beleuchtung am Wirbelzahn, wenn man es auch sauber, das kostet ein bisschen mehr als die Miete. Also das ist so, das ist eine Geschichte am Rande. Ich bin damals richtig verärgert gewesen, gebe ich offen zu, und habe ich mir gesagt, das musst du doch mal abprüfen lassen, wie wir das falsch einschätzen oder ob wir es richtig einschätzen. Ich glaube, im Nachhinein haben wir es richtig eingeschätzt. Wir haben es damals gemeinsam richtig eingeschätzt. Das stimmt. Ich würde betonen, denn wir haben dann genau die richtigen Schritte vollzogen, gemeinsam vollzogen, sodass also in der Öffentlichkeit der Druck rausgenommen wurde. Es ist einfach so. Von Zeit zu Zeit wird nachgefragt, warum muss das denn für diesen Verein, der da Millionen für Spieler bezahlt. Das ist ja immer die Argumentation. Aber das, was für das große Ganze umkommt, das wird eben dann nicht betrachtet. Und das muss man eben. Das heißt, Gebühren werden jetzt nie wieder erhöht. Ach, wissen Sie, Herr Krieger, ich habe heute Morgen einen Presseartikel von Ihnen gelesen, dazu sage ich gar nichts. Okay, das ist eine andere Sache. Wir haben eben noch ein paar Räume. Ich glaube, wir werden gelöst. Zwei weitere Fragen. Wir führen die beiden nachher zusammen. Nein, wir kommen auch so zusammen. Ja. Nein, nur räumlich, ich meine. Weitere Fragen. Ich habe noch eine Frage, die Studie ist ja nicht repräsentativ. Wäre das nicht möglich gewesen oder ist das für die Zukunft mal angedacht? Also technisch klar, wäre es möglich gewesen. Aber wir sind ja in dem Sinne kein typisches Marktforschungsinstitut, was jetzt über ein Gesetzespanel verfügt. Und also das, sagen wir, das zeichnen wir als eine explorative Studie. Das ist immer der erste Schritt, wenn man sich ein neues Thema widmet. Und in einem zweiten Schritt oder dann für nachfolgende Studien wäre in der Tat zu überlegen, ob man das repräsentativ macht. Wobei jetzt bei der, also auch wenn man anschaut, die Grundgesamtheit, auch wie die streut, glaube ich nicht, dass große andere Ergebnisse rauskommen werden. Aber technisch gesehen ist sie nicht repräsentativ. Bestimmt. Okay. Weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, vielen Dank für Ihr Kommen. Eine gute Woche wünsche ich Ihnen, Leverkusen. Lachen natürlich seit Samstagabend ein bisschen mehr vom Wochenende zu machen. Das ist nächstes Mal nochmal lachen würde.